Mir hat Fußball immer viel bedeutet. Aber was ist, wenn er für dich weit mehr ist als nur ein Sport? Wenn er dein ganzes Leben bestimmt? Wenn dein Verein zur Familie wird und du alles miteinander teilst? In einer Gesellschaft, in der es nicht immer leicht ist, dazu zu gehören. 3 Jahre lang durfte ich die Ultras von Galatasaray Istanbul in Deutschland mit der Kamera begleiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ultras, das sind die leidenschaftlichsten Anhänger eines Vereins. Mit mehreren Millionen Anhängern weltweit ist Galatasaray einer der größten Sportvereine der Türkei. Für seine Fans heißt er auch Gala oder Cimbom. Die Ultras von Galatasaray nennen sich Ultraslan. Sie alle sind Kinder türkischer Eltern. So wie ich. Und doch lebe ich irgendwie anders. Was hat es mit Ultraslan auf sich? Warum opfern in Deutschland so viele junge Menschen mit türkischen Wurzeln einem Fußballverein aus Istanbul so viel Zeit und Kraft? Ultraslan? Mehr als Ultras. Wie fühlt sich das an? Ich freue mich sehr über die Einladung, weil ihr der europäische Arm unserer Familie seid. Ich bin hier, um euch zu informieren, Fragen zu beantworten und zusammen mit euch unserem Gründer Alparslan zu gedenken. Ich bedanke mich bei allen Brüdern, die aus ganz Europa hergekommen sind. Aus England, Österreich, der Schweiz, Belgien, Dänemark, Frankreich, aus Norwegen, Berlin und NRW, aus Hessen, Bayern, Norddeutschland und Baden-Württemberg. Möge Gott euch gnädig sein. Alparslan Dikmen. Viele von euch haben ihn vermutlich nicht gekannt. Aber wenn ihr mit Ultraslan zu den Spielen fahrt, wird sicher oft von ihm gesprochen. Die vielen Opfer, die er gebracht hat, die schlaflosen Nächte, die viele Zeit ohne seine Familie. All das führte zu einer Hingabe innerhalb der Gruppe, die auch uns dazu veranlasst,
unser eigenes Leben der Gruppe unterzuordnen. Im Namen von Ultraslan Europa kann ich voller Stolz sagen, dass wir nicht nur Soldaten von Ultraslan, sondern auch Soldaten von Alpaslan sind. Wehtun. Alle zusammen! Da hinten ist der Fußballplatz. Steigen wir aus? Zieh deine Jacke an, es ist kalt. Ein 17-, 18-jähriger Junge braucht die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Sei es eine Band oder eine Clique. In unserem Fall ist es glücklicherweise die Fangemeinde. Man lernt so vieles und macht so schöne Erfahrungen. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Bakalım artık gücümüz yettiği kadar, ömrümüz yettiği kadar devam eder bu böyle. Aber das ist jetzt der erste Fußballclub, in dem... Aynen. Genau. Als ich nach Deutschland kam, spielte ich die ersten zwei Jahre hier. Meine Mutter hatte mich hingeschleppt. Sie meinte, das sei eine gute Mannschaft. Sie war aber schlecht. Wir spielten nur in der Kreisliga D. Da hinten ist der Platz. Komm mit. Warst du damals schon ein guter Spieler? In der Türkei hatte ich bei Kartalspor gespielt. Ich war ziemlich gut. Ich eroberte den Ball, rannte an allen vorbei und schoss ein Tor nach dem anderen.
Wie oft warst du hier? Dreimal die Woche Training und am Wochenende Spiel. Also viermal die Woche. Das war eine gute Ablenkung von der Schule. Gibt es hier keinen Eingang? Ich glaube, es ist abgeschlossen. Kletter rüber, wenn du es dir zutraust. Du bist der Sportler. Mach du. Nein, nicht mehr. Erzähl mal, Bielefeld. Hier dein erster Kontakt mit Ultraslan und so weiter. Wie lief das? Wir hatten über Jahre E-Mails geschrieben, dass wir Interesse hätten beizutreten. Vom damaligen NRW-Verantwortlichen erhielten wir aber nie eine Antwort. Wir fragten uns, wieso. Damals waren wir wütend, aber mittlerweile verstehen wir es. Wen meinst du denn mit wir? Ich, Delil, Ur, Onur, Bilal, Semi, unsere jetzige Gruppe halt. Wir wollten uns als Galatasaray-Fans in Bielefeld treffen und ein Spiel schauen. Wir erstellten eine Facebook-Seite und trafen uns oft. Die Treffen fanden dann immer häufiger statt. Dann lud uns General Ibo zu einem Ultraslan-Treffen ein. Wir gingen hin und stellten uns vor. Er fragte mich, was wir da für eine Gruppe gegründet hätten. Ich sagte, wir seien einfach Galatasaray-Fans und würden uns in Bielefeld gemeinsam die Spiele ansehen. Er fragte mich, was unser Ziel sei. Bei Ultraslan aufgenommen zu werden, sagte ich. Nichts anderes. Danach waren wir feste Mitglieder und es gab kein Zurück mehr. Obwohl fast jeder mehrsprachig ist, wird bei Ultraslan viel Türkisch gesprochen. Schließlich geht es um türkischen Fußball, sagen sie. Und natürlich auch um ein Stück türkische Identität in Deutschland. Mach mal die Schokobrötchen auf. Habt ihr Hunger? Gürsel, du warst doch müde. Iss was. Wir wollen ja diesen Dings machen. Wieso haben wir das nicht gemacht? Was? Ja, diesen Aufkleber. Ja, weil er in den Quark gekommen ist. Mohamed hat nur. Guck mal, ich habe den ein paar Mal gefragt, wie denn jetzt aussieht mit eurem Logo. Die sind nur, ja, schick dann, aber habe ich nie bekommen. Filmt ihr das alles? Ja. Filmt nicht so viel. Langsamer, langsamer. Mein Vater interessierte sich gar nicht für Fußball. Ich kam durch meinen Bruder dazu. Es hat mich stark beeinflusst, dass er zu Hause so viel Fußball guckte. Es hing dann vom Erfolg von Galatasaray ab, ob es mir gut oder schlecht ging. Der Verein war ein Teil von mir. In der Türkei sprach ich am nächsten Tag in der Schule immer mit meinen Freunden über das Spiel. Das war immer Thema. Wir haben den und den im Europapokal geschlagen und so weiter. Zu meiner Zeit hat man in der Türkei viel draußen Fußball gespielt. Es gab eine Straßenfußballkultur. Wir spielten jeden Tag bis spät am Abend. Wir gingen mit Fußball im Kopf schlafen und wachten mit Fußball im Kopf auf.
Galatasaray war schon in jungen Jahren meine größte Liebe. Galatasaray, küçük yaştan beri en büyük sevgimiz, sevdamız olmuştur. Ultraslan geht es um die Liebe zum Sport. Wie alle Ultras wehren sie sich gegen jegliche Beschneidung der Fankultur. Egal ob durch Sicherheitsauflagen der Polizei oder Vorgaben der UEFA. Das wird Probleme beim Rauskommen geben. Ab jetzt bitte nichts mehr zünden. Okay. Das sagt ihr immer. Es kommt aber trotzdem von euch. Die da drüben provozieren auch ständig. Scheiß auf die. Hauptsache, ihr werdet nicht bestraft. Macht mir das Leben nicht noch schwerer. Sagt euren Freunden, sie sollen nichts mehr zünden. "1993 spielte Galatasaray gegen Manchester United in der Champions League. Damals gab es nicht viele Satellitenschüsseln in Deutschland. Nicht jeder empfing türkische Kanäle, um sich zu Hause Spiele anzusehen. Darum guckten mein Vater und ich das Spiel bei jemand anderem. Am nächsten Tag hatte ich Schule. Die Champions League-Spiele fingen aber spät an. Vielleicht war ich damals zum ersten Mal so spät im Bett. Wir führten dank der Tore von Arif und Kubilay.
Ich sah die Freudenschreie meines Vaters und der Onkel, bei denen wir waren. Das hinterließ großen Eindruck bei mir. Ich kann die Freude und das Glück dieser Menschen bis heute nicht vergessen, wie sie bei jedem Tor im Zimmer auf- und absprangen. Ich sehe das heute noch genau vor mir. Das sind sehr schöne Erinnerungen. Ich war noch nie Fan einer türkischen Mannschaft. Ich selbst bin zum Beispiel Werder Bremen-Fan. Das tut mir leid für dich. Wir fühlen da anders. Die Deutschen interessieren sich auch sehr für Fußball. Aber in Sachen Leidenschaft liegen wir vorne. Das haben wir Türken in den Genen. Wenn wir etwas lieben, sterben wir dafür. Dieser ganze Aufwand kommt mir etwas übertrieben vor. Ist es nicht letztendlich nur ein Spiel? Nein, eben nicht. Wäre es ein Spiel, dann wäre es nach 90 Minuten vorbei. Aber sobald Emotionen involviert sind, ist es kein Spiel mehr. Wir richten unser ganzes Leben danach aus. Sobald die Spieltermine klar sind, planen wir unsere Urlaubstage. Klingt das für dich nach einem Spiel? Wie alle Ultras kämpft auch Ultraslan gegen jegliche Kommerzialisierung des Fußballs. So, ihr beide macht Bayern, okay? Bayern. BW. Selçuk. Selçuk, Ozan, ihr seid für BW zuständig, okay? Die Jacken für BW. Und nimm du noch jemanden? Hessen? Hessen? Okay, machen wir mal erstmal die, ja? Hier ist was zum Schreiben. So, habt ihr alle? Erstmal? Geh doch mal zu Lidl und kauf Klebeband. Haben die welches? Ja, bestimmt. Anstatt teure Fanartikel vom Verein zu kaufen, stellt man eigene her und verteilt sie an alle Ultraslan-Gruppen. Das eine ist Größe S, die anderen M. Wie viele? 26. Was ist hier drin? M. Alle bei der M. Insgesamt 26. Okay, was brauchst du jetzt? Sind da nicht 15 in XL? Es gibt keine mehr in L. Es sind noch 11 in M übrig. 11 in L? In M. Jetzt ist die Kacke aber am Dampfen. Sicher? Hattest du gezählt? 49? 49. Wir dachten, wir hätten 38. Seid ihr mit Frankreich fertig? Was fehlt da? Ich glaube, da ist was durcheinander geraten. Glaubst du, jemand hat zu viel reingeschmissen? Ja, bestimmt. Weil gerade war ein bisschen Chaos. Ja, jeder hat irgendwas reingeschmissen. Dann müssen wir alle wieder aufmachen. Alles wieder auf die Tische und zählen. Alles wieder raus. Alles wieder raus. Wir müssen grüßen, nachher auf die Tische sortieren, bitte. Oder? Na los, hört auf zu quasseln. Kartonlar bulun. Wo ist M? Jungs, wer hat die Liste? Ja. 49 Kartons sind angekommen. Vielleicht fehlen ja da auch wirklich. Vielleicht haben sie welche nicht angekommen. Ja. Selamun Aleyküm, General. Das, was hier ist, haben wir aufgeschrieben und dir zurückgeschickt. Wie bitte? 88. Ach so, okay. Tam, wie sollen wir denn hier jetzt weitermachen?
Tamam, okay. Warten wir. Okay. 12 mal L. 2 mal XL. 5 mal XXL. Ja, biz hiçbir zaman şey yapmadık. Wir haben nie danach gefragt, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Unsere großen Brüder aus Istanbul haben das entschieden. Sie sagten, du bist verantwortlich für dieses Gebiet. Wir hatten keine Ansprüche. Das Wichtigste war, regelmäßig überall hinzukommen. Ich war damals noch Student und ging zu allen Spielen. Unsere großen Brüder aus Istanbul waren immer da. Wir lernten sie kennen und entwickelten Vertrauen zueinander. Nach und nach übertrugen sie uns Aufgaben. Und wir versuchten, sie so gut wie möglich zu erfüllen. Von Fenerbahce. Er sagt, Fenerbahce sei die bessere Mannschaft. Leute, macht die Straße frei. So. Sie sind hier irgendwie verantwortlicher? Ja, genau. So ein bisschen auf Sie. Ich spreche Deutsch. Okay, nee. Ihr könnt ja feiern. Wir sehen uns ja sowieso in der O2-Arena. Wir sind nämlich auch dort. Das sind einigermaßen alle, die sind abläuft. Darum geht es uns einfach nur. Also, ich kann's verstehen. Wir machen keine Scheiße. Genau, ich habe schon gesehen, dass hier ein, zwei Gläser geworfen wurden. Uns wurde noch gesagt, dass hier irgendwie mit Böllern gezündet wurde. Wurde auch, ja, Böller wurden geschmissen. Hört auf mit der Scheiße. Okay. Hört auf mit der Scheiße, ja, weil na, jetzt siehst du nach und nach trudeln wir ein. Jetzt kommt noch ein ganzer Schwung von Kollegen bei uns an. Und wenn ihr weiter so was machen solltet, kann es sein, dass ihr dann ja nicht mehr beim Spiel dabei seid. Ja, das wollen wir ja alle nicht. Mhm. Aber das provoziert nur, wenn immer mehr Doppelzüge jetzt kommen. Davor war ja nichts. Mhm. Das provoziert, wenn Sie kommen. Nee, wenn Sie jetzt sagen, es kommen jetzt immer mehr. Ja, aber wir haben ja die Ursachen nicht gesetzt. Wenn Sie jetzt, sag ich mal, hier kleine Böller zünden und kleine Gläser auf die Straße werfen oder hier nicht blockieren. Das haben wir nicht geschmissen. Vorhin, als hier kam, oder ein Glas geworfen. Ja, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wären die überhaupt nicht gekommen. Und da wäre es ja auch nicht zum Hochschau gekommen. Galatasaray Istanbul ist mehr als nur ein Fußballverein. Man ist auch in anderen Sportarten wie Volleyball, Wasserball oder Basketball aktiv. Für die Fans von Ultraslan macht das keinen Unterschied. Jedes Team von Galatasaray wird mit derselben Leidenschaft angefeuert. Eines Tages kamen Präsident Ilke und General Ibo nach Bielefeld. In einem Café sagte Präsident Ilke, ich sei von nun an mit dem Team. Ich fragte, wie ich mir das vorzustellen habe, und er sagte, was der General und ich sind, bist du jetzt auch. Sollten wir irgendwann aufhören, übernimmst du unseren Posten.
Sie warfen mich direkt ins kalte Wasser. Aber hast du nachgedacht, Nein zu sagen? Kannst du nicht, geht nicht. Dann söyleyemezsin. Warum nicht? İşte o saygıdan diye. Aus Respekt. Wenn sie mich für würdig halten, muss ich dankend annehmen. Man findet die Zeit dafür. Wenn man will, findet man die Zeit. Das ist das einzige Hobby von uns. Das ist so wie, wenn einer ein Hobby hat und gerne kegeln geht, ist so wie bei uns. Wir gehen einfach zu Gala spielen. Das heißt, als du deine Frau kennengelernt hast, hast du das direkt gesagt? Habe ich am ersten Tag schon gesagt, ey, hör mal zu, Gala, da hörst du auf, bitte. Dann hat sie das auch akzeptiert, bis jetzt auch keine Probleme. Über 3,5 Jahre sind wir zusammen, ja? Keine Probleme. Okay. Also das erst recht nach unserer Hochzeit. Sie hat ja gesehen, dass die alle da waren und dass sie mich unterstützt haben. Ich glaube, danach wird sie auch nichts mehr sagen. Ultraslan sieht sich als eine große Familie, in der jeder jeden unterstützt. Auch bei Hochzeiten. Könnt ihr euch mal anschauen? Von seinem Kindheits- und Ultraslan-Freund Salih Yilmaz und seiner Familie gibt es 150 Euro. Vielen Dank. Von den Arbeitskollegen der Mutter des Bräutigams 760 Euro. Vielen Dank. Von Ultraslan Europa gibt es einen verschlossenen Umschlag. Dankeschön. Von Ultraslan Berlin ist noch eine Waschmaschine dabei. Wir wissen also jetzt, was Yilmaz Aufgabe sein wird. Danke, mein Präsident. Das ist Präsident Ilker. Präsident Ilker, vielen Dank. Ibrahim Bayram, der General von Ultraslan. Wir bedanken uns. Gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Süleyman von Ultraslan Norddeutschland. Dankeschön. Das ist Präsident Ersel, Ultraslan Holland. Vielen Dank. Mustafa, der NRW-Vorsitzende von Ultraslan. Nach der Hochzeit meinte meine Frau, so hätte sie es sich nicht vorgestellt. Es kommen häufig Anrufe und dann muss ich 2-3 Stunden wegen Ultraslan telefonieren. Vor allem mit General Ibo. Wir telefonieren bestimmt 4-5 Mal am Tag. Wir besprechen die Situationen in den einzelnen Regionen. Ab einem gewissen Punkt wirkt sich das alles auch auf die Ehe aus. Pascha, wirf sie einfach auf den Teppich im Schlafzimmer, wenn du das schaffst. Soll ich helfen? Bitte? Soll ich helfen? Wenn du willst. Vorsicht, Glas. Lass uns alles ins Dings tun. Kinderzimmer? Ja, hab ich auch gedacht.
Die alte Wohnung hatte 65 Quadratmeter. Und die hier? 82. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat sich gelohnt. Seid ihr umgezogen, um mehr Platz zu haben? Das auch, aber ich bin mit dem Studium in Bielefeld fertig. Meine Mission dort ist beendet. Gleichzeitig gab es den Wunsch, nach Köln zu kommen. Jetzt sind wir immerhin in der Nähe von Köln. Also familiärbedingt? Nein, eher wegen dem Ultraslan-Umfeld. Meine Familie lebt größtenteils in der Türkei. Zum Stadion von Leverkusen sind es nur ein paar Minuten zu Fuß. Wenn ein Tor fällt, kann ich das hier hören. War das Ultraslan-Netzwerk hilfreich bei der Wohnungssuche? Ja klar, vor allem Mustafa. Dank ihm hat es geklappt. Er hat sich bei seiner Wohnungsgenossenschaft für uns eingesetzt. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Das ist das Kinderzimmer für meine Tochter. Das zweite Kind ist noch klein und bleibt erstmal bei uns. Mustafa, du hast wohl geholfen bei der Wohnungssuche. So gut ich konnte. Danke dir dafür. Zerquetsch ihn nicht. Wer kann einen Schrank aufbauen? Nejati? Ölkü? Harman weiß doch, wie das geht. Was jetzt? Schrank. Los, steht nicht rum. Das, das und das. Los, los, los. Nimm, nimm, nimm. Das ist oben. Das ist unten. Nimm. Das ist bestimmt auch unten. Schaffst du das? Der ist ein Champion. Wie läuft eigentlich hier die Arbeitsteilung? Wie meinst du das mit der Arbeitsteilung? Na, jetzt mal ernst. Also, weil du es gut kannst, oder wie ist es? Nee, gar nicht eigentlich. Aber, ja, die sagen halt, soll es machen, dann mach ich das. Natürlich ist unsere eigentliche Aufgabe, Fans zu den Spielen zu bringen. Wir haben aber auch eine pädagogische Verpflichtung. Wenn ein Mitglied bestimmte Dinge von seiner Familie nicht mitbekommen hat, kann er sich im Umgang mit uns das Fehlende aneignen. Vor allem bei jungen Leuten, deren Eltern unter schwierigen Bedingungen im Ausland leben und wo so manche Erziehung auf der Strecke geblieben ist, übernehmen wir dann diese Aufgabe. Auf dem Weg zu einem Rollstuhlbasketballspiel in Ostdeutschland. Zu solchen Spielen fährt eher der harte Kern, oder? Ja, wer hier nicht mitkommt, soll auch sonst nicht mitkommen. Man sucht sich bei uns nicht aus, zu welchen Spielen man geht oder nicht. Wer sowas macht, hat bei uns eh nichts verloren. Drei fahren pro Abschnitt. Die andere einen weiter. Die gelb-rote einen weiter.
Adios, behalte euch, hey. Obwohl man für Sitzplätze gezahlt hat, wurde die Gasttribüne nicht ausgefahren. Das ist so zum ersten Mal passiert. Das hier ist Rollstuhlbasketball. Ein Sport, der den Kampf behinderter Menschen symbolisiert. Es ist sogar mehr als nur Sport. Es ist eine wunderbare Sache, dass die Mannschaft für dieses Wappen kämpft. Bei so einem Turnier Menschen zu diskriminieren, ist einfach absurd. €3. 21 zurück, bitteschön. Hallo. Milchshake. 26. Shake, ja? Leicht gesüßt oder gar nicht? Gar nicht. Okay, groß oder klein? Okay. Hab alle Infos. Jetzt kann ich machen. Smoothie, sagt sie also. Das ist ein Milchshake. Da haben Sie jetzt ein neues Wort gelernt. Wissen Sie schon oder überlegen Sie immer noch?
Sie bestellt was, was man extra machen muss, anstatt. Das sind die Melonen von heute, oder? Die habe ich 25 Minuten sortiert. Die schlechten habe ich rausgenommen. Beiß mal rein. Ich esse nicht wirklich gern Obst. 700 Gramm ungefähr. 700? Wow, ist der was voller. Ich kann den kleinere, aber die sind ungefähr so groß alle. Nee, dann lassen wir das mal. Dann gucke ich mal eben hier. Moment mal. Geben Sie mal so eine halbe. Ja. Bitte. Drei Zehen zurück. Jawohl, danke schön. Danke auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, kann ich Ihnen ausdrucken. Wie hole ich den Kassenbon raus? Alte Doxan. 96? Schönen Tag noch. Fragen viele nach dem Kassenbon? Ja? Ja? Warum bloß? Sobald man unsicher rüberkommt oder sich hinter der Theke auf Türkisch unterhält, dann wollen sie den Kassenbon. Guck du mal, das ist dein Kunde. Hallo. Warum habt ihr euch damals eigentlich für Deutschland entschieden? Tja, warum? Bis ich in der Türkei in die Grundschule kam, ging es uns finanziell gut. Dann hat mein Vater seine Arbeit gekündigt und meine Mutter sagte, dass sie ihre dann auch kündigt. Danach gab es natürlich finanzielle Schwierigkeiten. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Bielefeld. Sie ging mit 13, 14 in die Türkei, lernte dort dann später meinen Vater kennen und sie heirateten. Dann saßen wir eines Tages alle zusammen. Hier rechts. Meine Oma lebt auch in Bielefeld. Sie sagte zu meinen Eltern, kommt doch nach Deutschland. Von heute auf morgen kamen wir dann hierher. Am Anfang konnte ich die Deutschen überhaupt nicht leiden. Echt? Ja, wirklich. Aber als ich sie kennenlernte, wurde es besser. Als Kind nahm ich mir alles sehr zu Herzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel hier rechts. Für meinen ersten Schultag brachte mir meine Mutter bei, wie man sagt, wie heißt du? Oguchan. Wie alt bist du? 12, 13. An meinem ersten Schultag bat mich der Lehrer aufzustehen. Ich wusste, er würde mich nach dem Alter und Namen fragen. Er fragte mich, wie ich heiße, und ich sagte, 13. Ich brachte alles durcheinander. Die ganze Klasse lachte mich aus und ich kam weinend nach Hause. Wo hast du mich hingebracht? Du kennst dich in Leverkusen besser aus als ich. Gefällt's dir? Ja, das ist schön. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern haben mich in der Türkei auf die Grundschule geschickt. Mit 10, 11 Jahren kam ich zurück nach Deutschland und musste die deutsche Sprache lernen. Das dauerte relativ lange, weil das Deutsche so schwer ist. Einer der Gründe, warum die Deutschen vielleicht nicht so beliebt sind, ist, dass sie sehr pedantisch sind, was ihre Sprache angeht. Wenn man kein einwandfreies Deutsch spricht, wird sich über einen lustig gemacht.
Darum war es nicht so leicht, Deutsch zu lernen. Gott sei Dank habe ich es geschafft und kam in der 5. Klasse aufs Gymnasium und machte später mein Abitur. Nachdem ich mit der Schule fertig war, ging es an die Universität. Und jetzt bin ich hier. Schönen guten Morgen, Bayram hier von der AEG Anwaltskanzlei. Ich habe hier einen Verkehrsunfall vom 6.2. Das Kennzeichen, was bei Ihnen versichert ist. Richard Emil, Trennung Emil Ludwig, dreimal die Null. Mhm. Es gibt alltägliche Situationen, in denen man Deutsch spricht. Darum ist es manchmal schwer, die Sprachen zu trennen. Eher auf der Arbeit ist es wichtig. Trotzdem sollte man sich nicht hinter dieser Ausrede verstecken. Man sollte richtig Türkisch sprechen. Als wir uns über dich unterhielten, sagtest du, dass du dich eher in einem deutschen Umfeld bewegst. In deiner Branche ist das ja auch notwendig. Wir stoßen in unserem beruflichen Alltag ja schon an die Grenzen von unserem Türkisch. Aber du hast es ja noch schwerer, weil die deutsche Sprache eine zentrale Rolle in deinem Leben einnimmt. Es ist schwer, aber ich empfehle dir, dein Türkisch zu vertiefen. Danke. Bringst du uns noch etwas Brot? Ja, die Suppe ist da. Ich gebe sie dir, okay? Dankeschön. Ja, essen. Ja. Ja. Papa. Lass uns das teilen, das ist zu groß. Türkisch ist sehr wichtig. Wir planen unsere Zukunft in Deutschland. Ab seinem 3. Lebensjahr wird Ömer in die Kita gehen. Das ist noch zu heiß. Lass uns noch kurz warten. Auf Türkisch sprechen, auf Türkisch denken und auf Türkisch träumen. Das sind wichtige Faktoren für die eigene Identität. Wie bitte? Ich bin in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen. Das Ruhrgebiet ist ja bekannt für seine Kohleminen. Meine Familie kommt aus Zonguldak in der Türkei. Auch Zonguldak ist bekannt für seine Kohleminen. Meine Großväter haben da gearbeitet. In unserem Viertel in Gelsenkirchen gab es viele Bergmänner aus unserem Heimatort. Wir lebten also in Gelsenkirchen mit denselben Traditionen wie in Zonguldak. Vielleicht fühle ich mich deshalb so mit der türkischen Kultur verbunden. Ah, da ist ein Auto. Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Sehr schön. Erol, machst du da noch ein bisschen Wasser drauf?
Der ist fast giftig, so stark ist der. Alter, dreh dich doch! Los, los! Schieß doch! Was sieht denn da? Magst du Spargel? Frag doch den, der es verkauft. Ja, was weiß ich, vielleicht ekelt er sich ja. Magst du das nicht? Ich habe das einmal probiert. Aber so mit Soße? Ich denke jedes Jahr, vielleicht mag ich es dieses Mal. Der Präsident hat letztens Auflauf zu Hause gemacht. Bestimmt lecker. Bruder, wir waren doch in diesem Restaurant. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. 4 Stangen Spargel. Die Sauce Hollandaise kam in einer extra Schale. Dazu ein Rumpsteak vom Rind. Ey, Spargel, King. Muss das so weich sein? Ja, das muss ich lösen. Das klebt manchmal beim Schneiden. Genau, genau. Muss das so? Das muss so. Das muss so? Ja. Mann, lauf doch raus, um Gottes Willen! Das darf doch nicht wahr sein! Wie kann man den nicht in die Ecke schießen? Schieß ihn doch in die Ecke! Hol ihn mir, Poldi! Die Freunde aus der Gruppe füllen einen großen Teil meines Lebens aus. Da gibt es keine Deutschen. Man kann nicht sagen, warum hast du so wenig deutsche Freunde? Ich finde, so kann man das nicht sehen. Es gibt ja Gründe dafür. Wir sind hier integriert, vergessen aber nicht, wer wir sind. Der Grund dafür, dass ich mich mehr mit Türken umgebe, ist, dass wir natürlich mehr Gemeinsamkeiten haben. Das ist der größte Unterschied. Die Türken, die mehr mit Deutschen gemeinsam haben, sind leider die, die entweder aus ihrem türkischen Umfeld aus bestimmten Gründen verstoßen wurden oder sich dort nicht zugehörig fühlen. Ich finde, man sollte sich integrieren, ohne sich dabei assimilieren zu lassen. Das sage ich ganz klar so. Guck mal, das schaukelt. Ja. Willst du springen? Schaffst du das? Wie machen wir es? Eins, eins, zwei, drei. Und nochmal. Ja. Da ist auch ein kleiner Wagen. Der gehört aber dem Kollegen hier. Vorsicht. Stell ihn dahin. Alle Leute gehen jetzt nach Haus.
Große Leut, kleine Leut, dicke Leut, dünne Leut, alle Leut, alle Leut, in dieser Haus. Bis nächste Woche. Tschüss. Kann man sehen? Wenn du ein Kind hast, verändert sich dein Umfeld. Heute Morgen waren wir beim Turnen. Da lernst du neue Leute kennen. Im Kindergarten lernst du Leute kennen. Du bringst das Kind zu verschiedenen Veranstaltungen und lernst Leute kennen. Mit der Zeit kommt man sich näher. Man trifft sich auch mal so und besucht sich gegenseitig. Das beeinflusst einen. Verantwortliche zu mir. Ich rede mal mit der Polizei. Warum? Wie viele Kilometer sind es bis zum Stadion? Kann ich was sagen? Klar. Darf ich? Bitte. Ich habe die Polizei gefragt. Sie sagen, wir können laufen, aber wenn wir Scheiße bauen, mit Bengalos oder was auch immer, dann müssen wir es anders machen. Wie anders? Mit der U-Bahn. Er sagte, wir kennen die Türken mit ihren Pyros und so weiter. Ich so, was Pyros? Wir doch nicht. Konfettis. In dem Moment brachte mir einer einen Kaffee. Guck mal, Kaffee. Freunde, reiht euch ordentlich ein und dann gehen wir langsam los. Geht nach hinten. Bleibt ruhig. Geht mal ein bisschen nach hinten. Hey, die ganz vorne bilden eine Linie und lassen niemanden durch. So, hier spricht nochmal die Polizei. In Absprache mit Ihnen setzen wir uns jetzt in Bewegung. Wie gerade besprochen, bitte ich Sie, sich möglichst rechts auf den Gehwegen zu halten, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Vielen Dank. Wir setzen uns jetzt in Bewegung. Langsam, langsam. Langsam. Werft keine Böller. Yeah!
Wir wurden von der Dortmund-Tribüne provoziert. Es wurde eine PKK-Fahne geschwenkt. An diesen Punkten sind wir natürlich empfindlich. Wir lassen nicht zu, dass man unser Land oder unseren Glauben schlecht macht. Also ist irgendwer von uns auf die andere Tribüne und hat die Fahne entfernt. Ich weiß nicht, ob unsere Jungs sich mit den anderen angelegt haben. Jedenfalls wollten die Ordner auf unsere Tribüne und wurden gleich wieder rausbefördert. Das Spiel war zu Ende. Laut UEFA-Reglement dürfen Gästefans das Stadion 45 Minuten nach Spielende verlassen. Nach anderthalb Stunden saßen wir immer noch im Stadion fest. Die Polizei verschloss die Ausgänge und filmte jeden der 800 Gästefans von oben bis unten mit dem Pass in der Hand. Glaubt ihr, sowas könnten die mit den englischen Fans machen? Wir sind keine politische Organisation und auch keine Terroristen. Unser einziges Ideal ist Galatasaray. Es gibt zurzeit viele Fangemeinden, die gegen muslimische Mannschaften hetzen. Denen geben wir natürlich die passende Antwort. Werden wir immer tun. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir bei der Sache in Dortmund schuld waren. Sowas passiert. Das ist die Tribüne. Wenn du auf der Tribüne stehst, riskierst du sowas. Wir sagen niemandem, er solle schlagen oder pöbeln, aber falls erforderlich, müssen wir zusammenhalten und eine Reaktion zeigen, egal ob positiv oder negativ. Das wird immer so sein, das kannst du nicht verhindern. Wenn was passieren muss, dann passiert's und die Sache ist erledigt. Orada olur biter. Bundan sonra kapanır. Es gibt einen Spruch von Alparslan, dem Gründer von Ultraslan. Ein Galatasaray-Fan ist niemals angriffslustig. Aber wenn er angegriffen wird, wehrt er sich aufs Härteste. Wir sind keine britischen Hooligans und provozieren Konflikte, wo keine sind. Aber wenn wir zu einem Auswärtsspiel in eine andere Stadt fahren, dann so, als wollten wir sie niederreißen. Sanki o şehri fethetmeye gidiyoruz yani.
Obwohl das Wetter so schön ist, ist kaum jemand hier. Es ist 14 Uhr. Unsere Landsleute haben wahrscheinlich gerade gefrühstückt. Ist ja Wochenende. In 2 Stunden kommen bestimmt die Ersten her. Mit ihren Familien und bringen ihre Decken mit. Ja, es kommen hauptsächlich Türken her. Das Leben in Berlin ist schön. Hörst du auf bei Ultrasland? Ich habe keine Zeit mehr dafür. Unsere Gruppen haben so viele neue Mitglieder, die konnte ich noch gar nicht alle kennenlernen. Seit 2 Jahren kann ich nicht mehr richtig zu den Spielen gehen. Wegen meiner Arbeit, meiner Familie und aus privaten Gründen. Das läuft nicht mehr richtig. Wenn man seine Arbeit nicht mehr gut erledigen kann, sollte man sie abgeben. Kriegt man das noch ab, wenn es tropft? Hals- und Beinbruch. Wer hat dir bei uns zugeholfen? Rees, Pascha, Yüksalabi und die ganzen Jungs aus Bielefeld, aus Köln, die ganzen Jungs. Alle, die Zeit hatten, waren hier, auch wenn es nur 10 Minuten war. Auch wenn es nur seelische Unterstützung war, die waren kurz hier, haben allein nicht geholfen. Das ist immer so bei uns. Kennst du ja von Jays Umzug auch. Warum bist du dann nicht gekommen, um zu helfen damit? Ich hab's angeboten. Also ich wollte ja sowieso nach Leverkusen ziehen. Da hat Pascha gesagt, hier wird eine Wohnung leer. Habe ich gefragt, wie viel Zimmer, was die Miete ist. Sind ein, nur 2 Zimmer, aber von Quadratmeter ganz groß. Die Küche ist groß, kann ich erst die Steine tun. Dann hat er sich sozusagen für mich eingesetzt, dass ich die Wohnung kriege. Dann sind wir zu der Wohnungsgesellschaft, Mietvertrag unterschrieben, Kaution gezahlt. Neues Kapitel in Leverkusen. Neues Kapitel in Leverkusen. Freust du dich? Ja, klar. Jetzt habe ich meine ganzen Leute hier. Ich kann einfach vor die Tür gehen, anrufen, Rees, kommst du runter, Pascha, kommst du runter. Wir sind ja 30 Schritte nach da, 40 Schritte nach da. Mach den Kreis größer. Auch wenn es nicht immer meine Welt ist, habe ich in den letzten 3 Jahren viel über Ultrasland gelernt. Auch, dass vieles nicht so ist, wie es nach außen hin scheint. Ab wann kassiert er Schläge? Komm her! Und dass es um viel mehr geht als nur um Fußball. Komm, Bruder, komm! Lass uns 2 Glatzen nebeneinander stehen. Die hinterste Reihe soll die Schals hochhalten. General, komm zu uns, komm. Entspannt euch mal. Buraya, Buraya, Ibori ist Buraya. Buraya, Buraya, Ibori ist Buraya. Ibori! Ibori ist! Ibori ist! Ibori ist ortaya. Üçü çektir tayfaya. Ibori ist ortaya. Üçü çektir tayfaya. Ibori ist ortaya. War das alles?